Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Kahlschlag und für dieses Achievement müssen wir Generälin Kahl in den blutigen Tiefen auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, während der Effekt Schmetterschlag aktiv ist. Wie funktioniert es? Ihr haut als allererstes die ersten drei Bosse hier in den blutigen Tiefen um und dann, wenn ihr hier bei der Strecke seid, wo ihr dann immer wieder das Schild einsetzen müsst, habt ihr hier rechts in der Ecke so Behälter. Das sind insgesamt 5 Stück. Und diese 5 Behälter kann jeweils ein Spieler anklicken und bekommt dann einen Buff drauf. Und diesen Buff brauchen wir gleich beim Endboss. Wichtig ist, wenn ihr diesen Behälter aufnehmt, dann kriegt ihr die ganze Zeit Damage. Das ist jetzt nicht riesen viel, aber es ist schon ein bisschen Damage. Und wenn ihr den einmal angeklickt habt und ihr sterbt, dann ist der Behälter weg und er spawnt euch nicht nach. Also sprich, ihr müsst jetzt hier zum Endboss durch, ohne dass ihr sterbt. Das ist ein Personal Achievement, also sprich, theoretisch kann euch egal sein, was mit den anderen ist. Aber wenn ihr halt als Gruppe das Achievement machen wollt, kann halt jeder einen Behälter anklicken und jeder und keiner aus der Gruppe sollte halt am besten sterben. Jetzt haut ihr einfach den kompletten Trash um, bis ihr dementsprechend dann beim Boss dran steht. Sobald wir dann beim Boss sind, müssen wir am besten mal 2 Marks aufstellen. Wir haben da hinten so einen Käfig, den habe ich jetzt auch gerade schon mittels eines Makros ins Target genommen. Normalerweise kann man den nicht targeten, aber mittels einem Makro kann man den targeten. Und hier, wo ich gerade Totenkopf und Blau gestellt habe, stellt ihr euch am besten auch etwa Marks auf, denn das wird gleich noch richtig wichtig. Wir haben nämlich jetzt alle den Buff drauf, dass wir die ganze Zeit hier Schaden kriegen und mittels den Buff können wir da hinten mit diesem Käfig, den ich jetzt auch hier ins Fokus genommen habe, interagieren. Wir müssen uns nämlich vom Boss hinten zu dem Käfig da schleudern lassen, dann auf den Käfig draufklicken und werden dann damit wieder zurück auf die Plattform geschickt, haben dann den richtigen Buff drauf und dementsprechend, nachdem wir den Boss gekillt haben, dann das Achievement. Das Ganze ist ein Personal Achievement, also heißt, es kann auch sein, dass es nur einer schafft aus der Gruppe oder theoretisch können es auch alle machen. Es ist ein bisschen tricky tatsächlich. Wie funktioniert das jetzt genau? Also ihr habt die Marks aufgestellt, habt den Boss gepult. Jetzt ist es so, dass alle paar Sekunden eine Intermission kommt, wo der Boss so einen krassen Zauber castet und dann müssen wir uns normalerweise unter die Kuppel stellen, dass wir halt weniger Schaden kriegen und dass wir nicht zurückgekickt werden. Jetzt wollen wir uns aber hier gerade schon zurückkicken. Heißt, wenn der Boss richtig steht, dann müssen wir uns alle auf Totenkopf positionieren und der Boss muss halt auf Blau sein. Wir drücken nicht dieses Schild, sondern lassen uns, ihr seht gerade, hier ist wieder die Intermission, der Boss steht falsch, wir ziehen das Schild, spielen ihn ganz normal so lang, bis er quasi auf Blau steht. Und wenn er dann auf Blau steht, stellen wir uns alle auf Totenkopf, lassen uns von dem Knockback nach hinten kicken, dann müssten wir nämlich auf diesen kleinen Käfig, Laterne, was auch immer das ist, hinfliegen, dann müsst ihr das Ding anklicken, kommt wieder zurück auf die Plattform und könnt den Boss töten. Das ist halt relativ tricky, weil es halt random ist, wo der Boss sich hinportet. Wir hatten schon Tries, wo er sich bis zum Enrage nie auf die richtige Stelle geportet hat. Da muss man halt die komplette Instanz neu machen, weil der blöde Käfig, den man gelootet hat, nicht respawnt. Ja? Das ist ein ziemlich ätzendes Achievement. So, jetzt ist der Boss richtig auf die richtige Stelle. Wir stellen uns hier hin, lassen uns kicken, klicken den Käfig an und können dann dementsprechend hier, werden auf die Plattform zurückgeflogen und können dann einfach den Boss umhauen. Ihr habt gesehen, 2 Spieler haben es jetzt hier nicht geschafft gehabt. Schlichtweg, weil sie anscheinend das Ding nicht anklicken konnte. Das ist auch ein bisschen schwierig, wenn das alle gleichzeitig machen, weil man dann nicht das Ding anklicken kann, sondern sich teilweise gegenseitig anklickt. Deswegen habe ich mir einen Makro geholt, wo ich diesen Käfig quasi in den Fokus packen kann und dann kann ich über dieses Fokus drüber fahren und das quasi mit dem interagieren. Das ist halt der Vorteil. Also dann kann man halt eine Taste noch drücken, mit Ziel interagieren und kann einfach über das Fokus drüber gehen. Das macht es ein bisschen einfacher. Ich werde euch das Makro mal unten mit rein posten. Ihr müsst halt dann auch eine Taste quasi auswählen. Unter den Tastaturbelegungen gibt es mit Ziel interagieren, da müsst ihr halt eine Taste dann auch noch draufklicken. Wir haben hier, glaube ich, 3 oder 4 Runs insgesamt gebraucht, bis alle das Achievement hatten. Also hier könnt ihr euch auf längere Zeit einstellen und ihr müsst wirklich jedes Mal die komplette Instanz nochmal machen. Das ist mit Abstand das ätzendste Achievement. Ich würde behaupten, das Achievement dauert fast so lang wie alle anderen Achievements zusammen für den Dungeons. Das ist leider
leider so ein bisschen random. Aber vielleicht habt ihr mehr Glück oder seid skillter als wir und kriegt das in einem Aufrutsch hin. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Und ja, damit sind wir wieder durch mit den kleinen Achievement-Guides. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.